So, was kann man jetzt machen? Mal nachgucken. Also ich glaube, jetzt fangen gleich die anderen Dinger wieder an. Nee, wie heißt das? Nee, es fängt gleich erst an. Fängt gleich Berufe an. Ich glaube, ich mache jetzt mal Story Quests. Welches Level bist du gerade? Gut. Ne, ihn meinte ich. Gut. Ja, ich mach gleich dann jetzt mal Story Quest von diesem Charakter mal weiter. Mal gucken, wo ich dann weitergemacht. Abgrund, genau, Abgrund habe ich, mache ich jetzt weiter, genau, da habe ich angefangen, nie beendet. Ja. Jetzt starte ich erstmal das Spiel neu, bei mir ist schon wieder Timeout to connect und bla bla blub blub. Was passiert, was passiert, was ist passiert, was ist passiert? Ist bei PC bis heute noch vorhanden. Und die Verzauberung. Und die Verzauberung ist extrem billig. Genau. Ich hatte recht, es fängt an. Berufe, Ereignis. Hat also meine richtige Nase. So, mal jetzt der Abgrund mal fertig. Welchen Abgrund fertig haben Sie? Ich weiß nicht, was ich mache. Mal Skyhold konnte ich nicht fertig machen und Eisfire Peak konnte ich nicht fertig machen. Bisher. Ist bis heute bei mir verbuggt. Ja, ich krieg keine Story Quest dort mehr. Vielleicht könnte man es wieder entbacken mit einem kleinen Trick, fiel mir gerade ein. Aber gut, egal. Dafür brauche ich erstmal jemanden, der genauso weit ist. Ach stimmt, die Viecher laufen mir alle ja nicht hinterher. Zu hohes Level.
Die Energien der Zauberpest steigen. Wir müssen schnell handeln. Willkommen, mein Freund. Als Magier interessiert mich alles Arkane und die Zauberpest ist da keine Ausnahme. Ich habe während meiner Zeit im Abgrund recht tiefe Einblicke in die Natur dieser seltsamen Energien erhalten. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen bei unseren jeweiligen Zielen. Ich benötige eine magische Kraftquelle, um die Verzerrungstore aufrechterhalten zu können. Glücklicherweise können immer noch einige magische Relikte aus den Ruinen des alten Arkanistenquartiers geborgen werden. Die aus dem Abgrund strömenden bizarren Energien haben die Gegenstände ihrer eigentlichen Funktionen beraubt. Mach ich Zauberpest, aber ich kann die verbliebene magische Energie immer noch nutzen. Meine Verzerrungstore sind das einzige, durch das Reisen in den Abgrund möglich sind. Zur Aufrechterhaltung der Tore sind jedoch diese magischen Gegenstände notwendig. Euer Ruf eilt euch selbst hier unten voraus, mein Freund. Ich glaube, ihr seid genau die richtige Person, um zwei der neuesten Rekruten der Narbenkompanie zu helfen. Sprecht bitte mit Dorothea Linklater. Sie wird euch mehr erzählen. Ich kann so froh sein. Oh, ihr seid es. Wie froh bin ich, euch wiederzusehen. Nach dem Vorfall beim Pestturm haben Joseph und ich uns hierher durchgeschlagen und uns der Narbenkompanie angeschlossen. Es ist ein hartes Leben, aber wenigstens werden wir nicht von unseren Nachbarn verfolgt. Allerdings mache ich mir Sorgen um Joseph. Sein Zustand hat sich verschlechtert und ich befürchte, er steht kurz davor, der Krankheit gänzlich zu verfallen. Ich habe Quarthen von dem Scheusal Wizard und dem Elixier erzählt. Quarthen kann es vielleicht nachbrauen, dafür benötigt er jedoch Sekret von den verdorbenen Aberrationen. Könnt ihr das besorgen? Nein, Helm. Schuhe kriegst du bei Frostherz. Flamme gegen Schutz vor unnatürlichen Kräften. Angenehm. Keine Gegner angreifen, einfach an alles vorbeirennen. Nervtötend, der, aber nicht geil. Ja, aber wir kommen nur beim Endboss nicht weiter und deswegen...
dann schmeißen wir dich raus. Machen wir aber meistens auch so. Natürlich, aber... Was willst du machen? Was willst du machen? Fertig. Ah, perfekt. Ah, fertig. Jetzt nur noch zurückbringen. Ausgezeichnet. So werden die Tore für einige Zeit offen bleiben. Wo wir gerade bei Toren und Portalen sind, könnt ihr uns bei einer anderen Angelegenheit behilflich sein? Es scheint, als ob die Verdorbenen aus dem Abgrund versuchen würden, selbst Tore zu errichten. Damit wären sie in der Lage, Horden abnormaler Kreaturen gegen den Narrendachkrieg aufzustellen. Ich habe einen starken Anstieg arkaner Energie gespürt, der von einem Erdsplitter in der Nähe ausgeht. Dies kann nur bedeuten, dass das Tor bald fertiggestellt sein wird. Die Tore beziehen ihre Energie von Pestkristallen. Werden diese zerstört, so schließt sich das Tor. Für Neverwinter zerschlagt diese Pestkristalle. Ah. Dieses Sekret ist genau, was ich brauche, um das Elixier zu vollenden. Ich hoffe nur, das Experiment gelingt. Joseph Linklater ist ein guter Mann und eine wichtige Hilfe im Kampf gegen die Verdorbenen. Ja. Aber sein Zustand ist inzwischen sehr kritisch. In letzter Zeit hat er sich immer wieder für die gefährlichsten Missionen freiwillig gemeldet und dabei Soldaten angeführt, die kurz vor ihrer endgültigen Umwandlung standen. Ich fürchte, er wird versuchen, sich das Leben zu nehmen, um Dorothea das Schlimmste zu ersparen. Hier, das Elixier ist vollendet. Bringt es Joseph so schnell wie möglich. Im Moment befindet er sich auf einer Mission in der Lehrlingsflucht. Tauscht Insignien der blauen Flamme gegen Schutz vor unnatürlichen Kräften. Doch, da kann ich mal entscheiden. Ja, das habe ich 7 oder 8 Mal gemacht, bis ich an die Mann Zeug hatte. Also im Australier zum Manten zu machen, ist eigentlich der Schurke am besten. Willkommen bei Stream. D
die letzten Tage war. Hier? Aber egal, haltet euch einfach fern, mein Freund. Die meiste Zeit bin ich nicht richtig bei mir. Ich werde dem ein Ende setzen und wollte nur noch einen Moment an Dorothea denken. Ihr wisst, jeder Tag zusammen war für uns ein Segen der Götter, aber schaut mich an. Es ist besser, wenn ich einfach springe. Ein Elixier? Ich weiß nicht, aber was habe ich schon zu verlieren? Na, geht schon her. Es funktioniert. Die Wut und Raserei, sie werden schwächer. Ich fühle mich wieder wie ich selbst, zumindest von innen. Ihr habt mir zumindest ein paar Tage mehr geschenkt und ich werde sie zu nutzen wissen. Tut mir einen Gefallen, ja? Geht zu Dorothea und sagt ihr, dass ich bald zurückkehren werde. Ich habe zwei verschiedene Teile. Ich nehme Zäbelrassler und Meisterassassin. Ach so. Keine Ahnung, die kriegt man direkt vom Boss. Die kriegt man direkt vom Boss. Kriegt man nicht aus der Truhe. Die Sachen aus der Truhe, die kann man nicht verkaufen. Die sind ja immer gebunden. Vom Boss direkt oder aus der Truhe? Ne, aus der Truhe hat er gerade gesagt, also. Jupp. Das Elixier hat gewirkt. Joseph wird bald wieder bei mir sein. Oh, ich danke euch. Ich weiß, die meisten würden diese Art Leben als Hölle betrachten, aber solange nur mein Joseph bei mir ist, bin ich zufrieden. Seid gesegnet, Freund. Ich habe gespürt, wie die arkane Energie bei der Zerstörung der Tore nachließ. Sehr gut. Neverwinter ist so bereits um einiges sicherer geworden. Der Orden der Blauen Flamme lässt seine falsche Prophetin, Sanabith, die Verderbende, eine Botschaft der Akzeptanz und der Hingabe gegenüber der Zauberpest verbreiten. Sanabith muss beseitigt werden, aber sie versteckt sich in den Ruinen der alten Kathedrale von Mistra, die von mächtigen Schutzzaubern versiegelt ist. Akolyten der Blauen Flamme können diesen Schutz mittels eines magischen Talismans durchdringen. Erledigt die Akolyten des Verderbens und durchsucht sie nach einem Talisman der Blauen Flamme. Schurke. Achso, Erika. Ach so, hast du Schurke gelöscht? Oh, Scheiße. Ja, tauscht Insignien der blauen Flamme gegen Schutz vor unnatürlichen Kräften. Wir haben eine neue Sprachnachricht. Erste neue Sprachnachricht. Sie sind ein Arschficker. Ende der ersten neuen Sprachnachricht.
Jetzt muss ich mal schauen, welche Scheiße. Ah, da ist lieber. Ja, ich brauche nur den Kopf. Ich hoffe, wir erhalten bald neue Vorräte. Die Bestände werden knapp. Dann habe ich meine vollständige Rüstung gezogen. Ist normal, sagt er immer. Muss die Truppe... ja, das ist ein Bug. So, sag Bescheid, wenn wir starten können. Ich bin bereit, vielleicht hätte ich bereit, doch nach Herrn Saut gehen sollen. Ich bin bei 4310 Kraft mit dem Schurken. Ich weiß. Alter, ich muss unbedingt mein. So, ich hau ihn jetzt rein. Reingehauen. Nein. Achso, warte, der Zauberpest, 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 Zauberpest. Tauscht Insignien der blauen Flamme gegen Schutz vor unnatürlichen Kräften. Ja, wenn du sie direkt vom Boss kriegst, perfekt, dann kannst du richtig teuer verscheppern. Haben wir doch. Steht bei dir nichts? Okay, dann müssen wir. Tauscht Insignien der blauen Flamme gegen Schutz vor unnatürlichen Kräften. Hä? Eingeladen, er kann beitreten. Mal gucken, was jetzt geht. Ich glaube nicht, dass der eine Bugspieler. Und? Dachte ich mir. Geh aus dem Spiel raus und geh wieder rein. Oder beendet falsch. Ah, gut. So, jetzt. Perfekt. Gut, gut. Ja, ich kann es erst in 5 Tagen machen. Belohnungen für den Tod der Scheusale.
Das Mossad. Ja, welchen 5 Tagen werde ich erstmal die Zeit haben. Meine Abstammung bewahrte mich vor mentalen Schäden durch die Zauberpest. Bis jetzt. Tauscht Insignien der blauen Flamme gegen Schutz vor unnatürlichen Kräften. Scherbe hast du wahrscheinlich, aber keine Seelenschmieden. Ich habe nie so etwas wie einer Narbenkompanie angehört. Holt euer Kopfgeld für das Erlegen von verseuchten Schrecken. War ja auch dumm. Schon bei 10 hättest du aufhören müssen. Wir erhalten bald neue Vorräte. Bei 10 hättest du schon aufhören müssen, ganz ehrlich. Tauscht Insignien ja, also der blauen noch, Flamme gegen Schutz vor unnatürlichen. Also ich habe 3610 Cent und mir fehlten also nicht mehr so viel. Ich denke gerade drüber nach, ob es daran liegt, weil ich hier woanders bin. Ich bin ja hier in, nicht in Protectors Enclave. In Protectors Enclave, das findet man sehr schnell, aber ich bin ja hier nicht in Protectors Enclave, sondern ich bin hier total woanders. Ich hab 7. Komm beim Stream. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Wenn du Nein, Schutz der Verschmelzung lohnt sich nicht zu kaufen. Habe ich dir vorhin schon gesagt. Es, Schutz der Verschmelzung kostet. Naja. Deine Sache. Da bin ich... 110.000 Australiermanten einfach. Fertig. Genau, die perfekte Ausrüstung erst haben und dann kann man weitersehen. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Ich bin nicht gerade auf dem Weg nach Protector Enclave, lebt gerade noch. Komm schon, lad schneller. Ja, ich bin's. Ich bin nicht gerade noch Protector Enclave. Angenommen. Erholung. Ich denke, es ist ganz nett. Ich
hoffe nicht, dass du beim Endboss verrecken willst. Ja. Nicht der Kleriker. Der Kleriker rennt ja nicht zum Endboss und springt dann von der Klippe runter. Welches Gehirn? Alter, das ist... Schreckensgebirge ist Gehirn. Ja, genau. Alter, der hat mich gekillt, die Sau. Der hat mich gekillt. Ja, wegen seiner Verzauberung. Ne? Seelenschmiede will ich mir auch noch holen, aber bloß, ich muss mir dafür erstmal meinen wachsamen Helm da verkaufen. Den komischen wachsamen Helm, den ich da reingestellt habe. Ist ein Fettteil. Zauberfesthelm. Zauberfesthelm. Habe ich einen Helm gekriegt. Ist die zwei Helm wahrscheinlich. Zauberfesthelm. Alter, was macht der Tank eigentlich? Tankt der überhaupt? Und ich sehe keine Aura. Was ist denn das für ein Dreckstank? Da gibt es hier so ein Schadenstank. Ja, der... Stell mal wieder, Tank ist wild, ey. Ich hab keinen Bock, dass hier so ein scheiß Schadenstank ist, weil so einen können wir nicht gebrauchen. Ja, ich schreib meistens Tank! Tanke! Ja, nur die können gekickt werden. So, ich guck mal nach, was der Tank hat. Ich hatte recht, es ist so ein Tank. Aber er ist auf Tank geskillt. Nur so als Info. Er ist auf Tank geskillt und gleichzeitig auf Schaden. Aber er hat 5000 Verteidigung und 1200 Robustheit. Ja, dadurch, dass er... Der nächste ist tot. Was? Alter, wie schnell liegst du denn? Liegst du ja noch schneller als ich? Trotzdem hier getankt und gleich wieder auf die Finger eingeschlagen. Ich frag mich, was ein 16.000 hier drin macht. Also muss eigentlich ein guter Tank sein. Eigentlich.
die Aura fehlt auch, fällt mir die ganze Zeit auf. Keiner von uns hat die Aura, dass der Tank da richtig auftankt. Was? Was war das denn? Mit einem Schlag auf einmal meine ganze Energie weg. Meine ganze Energie auf einmal. Ja, ganz tot war ich gerade. Ich muss den ganzen Weg nochmal laufen, ey. Er macht seine Lieblingsbeschäftigung, er macht Nasebohren, Eierschaukel. Aber die sind nur auf Verteidigen aus. Die sind nicht aufs Angreifen. Nur wenn sie klein sind, sind sie aufs Angreifen aus. Ja, wenn sie sich vergrößern, dann sind sie auf Verteidigen aus. Das hier sind ja noch die Kleinviecher. Die greifen dann die ganze Zeit an. Hier wäre mal nett, ne? Ich verstehe nicht, warum die meisten auf die anderen kleinen Viecher gehen. Die spawnen nämlich immer wieder neu. Ja, die sind halt hier offen. So, dieser Flug ist schon mal dead. Wir wollen noch zwei Stück dieser Dinger platt machen. Dann sind wir beim ersten Boss. Dann müssen wir die Bücher noch einsammeln. Und so weiter. Ach nee. Nach diesem hier müssen wir erst die Viecher umbringen und dann müssen wir die Viecher einsammeln. Ja, jetzt bist du gelebt, du Arsch. Ich kann dich nicht mehr angreifen. Ja, er kann gerade nicht mehr angreifen, er ist ein bisschen gelebt. Ja, er kann alles erstmal ein bisschen rumstehen und nichts tun. Trotzdem, du machst trotzdem damit viel mehr Damage. Ich habe sogar Laguna und Aurora habe ich ausgedamaged. 1,5 Millionen, 1,2 Millionen. Mann, nee, ja. Das hat sich einen langen, einen komischen Bug hat sich das. Nee. Das kriegt man aber relativ selten nur noch. Ja, das ist die letzte. Das sind insgesamt 9 Stück. Jetzt kommt gleich, glaube ich, der erste Boss. Ja, nach diesem Gebiet kommt der erste Boss. Wenn wir den ersten Boss platt gemacht haben, geht's weiter. Alter. Was haben die Viecher geraucht? ...66.900 Crit-Schaden! Mit einem Schlag! Oh,
keine Ahnung. Ja. Habt ihr den Erfolg Augenchirurg schon? Wenn nein, dann können wir ihn auch gleich machen. Augenchirurg? Nein, Augenchirurg. Okay, zeig ich, wie er geht. Ja. Ja, aber glaube ich nicht. Nein. Den kriegst du nicht im Abgrundgebiet. Den kriegst du nur hier. Im Zauberpunkt. Den kriegst du nur im Zauberpunkt. Ich bin der Einzige, der die Brutgruben kaputt macht. Die geht auf den Boss, die macht die Brutgruben kalt. Ich habe ihn gerade gerne Brutkugel platt gemacht. Jetzt mal hier mit auf den Boss. Das geht heute noch nicht so auf. Vorher schauen. Fertig. Ah, das ist gut. Wir glauben es direkt. Ah, leck mich doch. Penner. Nicht unbedingt, das ist meistens T1 Zeug, das du hier kriegst. Nur beim Endboss, beim richtigen Endboss. Musst du mal nachschauen, ob das T1 oder T2 ist. Du siehst auch, wie viel Astraldiamanten dafür kriegst. Einer hat die Brutruhe noch zerstört. Ja, machen wir gleich mal. So, gut, so sofort. Du hast mich nicht geheilt. Na, tank ehrlich gesagt richtig scheiße. Das wird gleich aufheben. Der Tank ist richtig scheiße. Hier Labyrinth oder was? Wieso? Das ist egal, sie kann sich trotzdem den machen. Halt, wir haben gerade den ersten Boss gekillt, ne? Scheiße, ich habe vergessen, das Ding mitzunehmen. Damit wir zum Augenchirurg-Boss kommen. So, Sphäre der blauen Flamme. Perfekt. Noch die zweite Sphäre der blauen Flamme und dann können wir zum anderen Boss rein. Wirst du merken, hier gibt es nicht drei Minibosse.
Nein. Also du falsch nicht bemerkt. Da gibt's eine Kiste und du kriegst einen Erfolg dafür. Nee. Nee, kein Oder oder so. Das ist nicht. Nein, das ist es nicht. Nee. Das ist der zweite Boss vielleicht. Also langsam fühle ich mich hier von den Viechern verarscht. Was macht denn der Tank die ganze Zeit? Nase bohren, Eier schaukeln? Ich frag mich echt, was der Tank macht. Ja, der hat mich mit einem Schlag down gehauen, ne? Ich frag mich echt, was der Tank da macht. Ja, ich krieg nix. Ja, das Schild wohl bei mir, haben die bei mir wohl 50.000 Schaden gemacht oder so, keine Ahnung. Ich habe sogar mehr Verteidigung als hier Shia. Habe ich sogar mehr Verteidigung als er. Und trotzdem sterbe ich hier mit einem Schlag. Na, ich hoffe, ich krieg mein Ding hier noch weg, mein Scheißteil da. Ey, sonst, wenn ich es nicht wegkriege für diesen Preis, dann werde ich den Preis nochmal runtersenken. Also, wie bitte morgen? Ah, jetzt hast du es mal abgekriegt, statt ich. Auch gut. Ja, der Tank, tankt ja wieder nicht. Der Tank tankt gerade mal ein Vieh. Ne, tut auch nicht. Die Gegner sind bei jedem anderen, nicht beim Tank. Verstehe ich auch nicht ganz. Weißt du was, ich glaube der Tank gehört, ganz ehrlich, der Tank gehört gleich zum White Level dazu. Oder er will hier einfach nur Sachen abgreifen, hier T2 Sachen schnell mal fahren. Ey, weißt du was lustig ist? Weißt du was lustig ist? Ich habe mir gestern oder vorgestern eine Münze gekauft, diese 10 Moras Münze für 50 Gold. Ne? Hatte nur noch 8 Gold oder 7 Gold übrig. So, wie viel Gold habe ich jetzt schon wieder? 23. Ich denke beim Ende rausschmeißen. So ein Arschloch bin ich nicht. So ein Arschloch bin ich nicht. Ne, so ein Arschloch bin ich nicht. Das ist dann echt asozial. Ich nehme halt auch noch eine. Müsst ihm schreiben. Das zeigt, dass er markiert ist von. Torwächter töten abgeschlossen, perfekt. Da vorne ist der nächste Endboss. Nächste Miniboss meine ich. Beim zweiten Miniboss kriege ich den zweiten Schlüssel, also lasst den Schlüssel ein bisschen liegen.
Der droppt gar nicht, der ist da versteckt. Eine weiße Kugel. Das Nebenhandebene. Na, geboren, Eierschaufel. Kannst du ja nochmal schreien? Wenn du seinen Job machen sollst, kannst du ja nochmal schreien. Die müssen den Speicher haben. Einfach nach oben drücken. Du brauchst noch niemals schreien, weißt du ja. Das geht jetzt schon wieder wohl. Normalerweise muss ich auch nicht ausweichen, aber naja. Ich sammle zum Beispiel nichts Grünes auf. Ich gucke immer nach, ob das zu brauchen ist oder nicht. Ich sammle nur Grünes auf, wenn ich alleine spiele. Wieder gewonnen, geiler Scheiß. Gerade hat irgendwer geschrieben, seriously. Keine Ahnung, wer es war. Ich hatte schon einen Tank bei Spinne. Ich glaube, das war schon so ein Joker, ne? Du brauchst geschmissen wohl, ja. Ja, das ging so rucki-zucki mit denen. Ey, das hat gerade mal 20 Minuten Spinne gedauert. 20 Minuten, nicht mal. Ich konnte mal noch eine Runde machen und noch eine Runde. Ich habe 3 Runden mit denen gemacht. Ja, war bei uns auch so. Bis zum nächsten Boss hingelaufen und dann wieder.
ich habe mich die ganze Zeit selbst durchs Leben gezogen. Ganz ehrlich. Ja, Maul des Wahnsinns ist auch gleich tot. Wir ziehen damit Festfeuer jedes Mal. Alter, was war das denn schon wieder? Der Tank macht nicht seine Arbeit. Der Tank macht echt seine Arbeit überhaupt nicht. Ja, ja, ich bin wieder gekommen. Oh, das waren sie tot, das müssen nur wir umbringen. Alter! Ja, eigentlich nimmt der, der Tank diese eine Fähigkeit, wo er den Schaden von uns absorbiert auch. Ne? Aber der Tank macht das überhaupt nicht. Der macht das überhaupt nicht. Der macht das nicht mal ein bisschen. Da könnte man so locker durchflockig durchlaufen. So locker flockig, aber nö. Der Boss ist schon längst down. Der ist schon lange down. Der kuschelt schon mit dem Boden. Alter, die ganze Energie. Down. Alter Mann, was macht denn der Tank denn? Das ist kein Tank, das ist eine Witzfigur. Ganz ehrlich, Tank, you joke? Ich hab gerade echt schon drüber nachgedacht, den, kriegt da auch noch reingedrückt, was ich ihm am liebsten überhaupt nicht mal geben würde, ehrlich gesagt. Ach, und dann kriegt er auch noch das als Belohnung für so einen schlechten Tank. Super geile Sache, ey. Ja, macht er auch. Yeah, Duskwalker, I hate you? Huh? So, ich hab die beiden Schlüssel. Meine Fresse, Alter. Tank macht echt nur Scheiße. Was hat denn geschrieben? Ich guck mal schnell nach. Check gear scores and use LC irgendwas. Wenn er den besser. So. Ist auch so. Komm, jetzt können wir auch beide rausschmeißen. Ist mir auch egal. Ja, sein Gearscore ist so. Na toll, und der Gearscore hat nichts zu sagen. Man braucht nur Zeit, hat man selbst so einen hohen Gearscore. Ja, aber wirklich, wie er spielt, ist interessant und nicht wie der Gearscore ist. Wenn es echt um Gearscore gehen würde, ey, dann wäre ich der schlechteste Spieler in dem Spiel.
was wir sehen. Das war mir schon klar, dass die beiden zusammengehören. Weil ich kann die mir nicht anders vorstellen können. Wo kämpft ihr? Hier oben ist ein Buch, was wir uns holen müssen. Na, bei dem Buch! Alter Mensch! Das Buch! Wir, Alter, ey. Ja, wenn sie von der Klippe springen, machst du es auch. Wir können das schön abwehren. Mehrheit, haha. Was für eine Belohnung. Lol. Machen wir erstmal hier. Heilung wäre trotzdem gut. Ja, wir brauchen 5 Bücher, dann sind wir mit diesem Scheiß fertig. Ja. So. Der Boss ist, kann man sogar zu zweit killen. Ich hab den zu zweit gekillt. Nö, das ist noch nicht mal wichtig. Das ist noch nicht mal wichtig. Bei mir waren sogar auch solche Viecher. Das ist scheißegal eigentlich. Ja, nein. Ich würde es machen, weil ich brauche das Zeug für mein Artefakt, nämlich für mein Magier. Deswegen, von mir aus kann man auch das Grüne einsammeln, daraus mache ich Geld. Vom grünen Zeug mache ich immer Geld und vom blauen Zeug schmeiße ich mein Artefakt. Die beste Idee, die man machen kann. Ha? Ja, aber bringt auch wenig Punkte. Und die braucht auch nur noch Gold. Und wenn ich natürlich kein Gold mache, indem ich alles nur noch in mein Artefakt reinschmeiße, dann kriege ich ja nie Gold mehr. Und das wäre dumm. Ich habe ja auch gefasst, du Scherze. Mir so ein komisches Piepsen im Ohr gehört.
Hier können wir einfach durchrennen und am Ende einfach sterben und tot rumliegen lassen. Schreibt den anderen das mal, dass wir das so machen. Hab keinen Bock mehr mit, weil ich nicht weiß, wie ich den lernen soll. Außer er ist ein Idiot. Und da ein Idiot ist, brauchen wir es mal nicht mal. Aber erst machen wir den Miniboss, der hier unter uns ist. Der ist unter uns. Oh Gott. Na toll. Ich hab doch gesagt, wir machen noch einen dritten Miniboss. So, ich hab das Tor geöffnet. Das Tor ist offen. Hier drin. Jetzt auf der Tank schon Tank. Endlich, ne? Ja, schier. Hilfe. Ich glaube, das wird jetzt klar. Scheiße! Ich muss denken! Fuck! Nein, ich bin nicht unten in. Oh, leck mich. Ich lieg neben dir. Kannst mich heilen, danke. Alter, der hat mich sofort mit einem Schlag gekillt, die Arschgeige! Alter, schon wieder! Oft wie ich gerade gestorben bin, das ist echt nicht normal hier! Er ist als nicht einmal gestorben, genau wie der scheiß Waldläufer. Ja? Ah, schön. Hier hinten, juhu! Ja, und das ist der Boss nämlich. Ein Groß gibt's den. Nee, ein Groß gibt's den dann. Ich habe eben gerade gesehen, irgendwas wurde verkauft. Irgendwas wurde gerade verkauft. Ich glaube, es war das, was ich verkaufen wollte, ey. Bitte, bitte, bitte. Oh, verdammt. Nicht das, was ich wollte. So, dafür kriegt man Erfolg, wenn er den Down gemacht hat. Fertig.
Also habt ihr den Erfolg doch nicht gehabt. Gut. Da hatte ich richtig gedacht. Nö, die bleiben tot. Die bleiben tot. Ach, wofür gibt's YouTube? Ich musste nur wissen, wo die Schlüssel sind. Wo die Tür ist, das war alles. Nö. Dafür sind wir aber ein paar Mal gestorben. Also, ist auch nicht besser. Ja, das stimmt. Do you learn tank? Oh, was? Ah, die Aura haben wir immer nicht von ihm gekriegt. Also, er ist überhaupt kein Tank. Gleich, er ist gleich da. Dauert kurz. Und der Boss ist da. Wo ist der? Da ist er. Pass aber auf, die Plattform verschwindet, ne? Ich sag ihm einfach, wann er weg soll. Ich weiß nicht, ja, ich hab das schon mit mir gemacht. Ja, der Tank ist scheiße. Ah, endlich! Jetzt macht er die Manöver. Ja, ich hab meinen Tod gemacht. Meiner ist tot. Jetzt mach ich noch deinen Tod. Und dann können wir ihn gemütlich platt machen. Weg hier! Ja, ja, so den lang. Tod, tot, 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 alle tot. Schreib ihn doch gleich, Bitch. Alter! Das scheiß Fiebers in grad hinten. Ja, das Fiebers hier ist, hat mich mit einem Schlag platt gemacht. Das hat er einfach. Nimmt er einfach nicht mit, dieser Idiot. Der rennt nicht wirklich immer zu uns. Weg hier! Ich weiß.
bei so einem schlechten Tank da das vielleicht nicht mehr. Ja, der macht nichts. Der muss nur blocken, damit wir nicht angreifen können, den Tank, den Boss. Das machen die nämlich nur, wenn die groß sind. Wenn die klein sind, sind die gefährlich. Die großen, die machen gar nichts. Weg hier. Das wollen die nicht die ganze Zeit machen. Die wollen blocken. Locker. Könnt ihr sein? Er ist tot. Ist auch nicht schwer. Ja, der ist ja dumm. Da braucht ich für keine Tränke. Fuck never. Dafür braucht man Tränke vielleicht, aber nicht für das. Für das ist ein. Oh oh, weg hier. Nee, das ist Schreckensgewölbe. Und Schreckensgewölbe mache ich bestimmt nicht auf episch so schnell. Das ist voll der Psycho-Scheiß. Ja, wenn ich eine Artefaktwaffe bei dem habe, bräuchte ich die Torwaffe sowieso nicht mehr. Aber ich würde es trotzdem gerne einmal abschließen. So, noch ein Balken, der ist tot. Ja, ja, er kommt hier auf der Plattform. Die Seite ist noch frei. Ah, da ist er. Tank die scheiß Viecher, es sind so viele Viecher bei mir, die mir auf den Sack gehen. Alter, das ist voll gemein. Das wäre schon die scheiß miese Art. Ne, wir würden zwar nicht drauf gehen, aber ich weiß nicht, ob wir dafür gebannt werden können. Ne, lass lieber. Hm.
Nee, darauf scheiße ich nicht. Das ist ja Geld, was man da verliert. Drei Diamanten zu senden und mal mit Geld. Der hat 17 Millionen gemacht. Gute Saboleten. Der kriegt den Gurt. Er kriegt die Frostbrandverzauberung, wesentlich etwas. Ich krieg wieder nur mehr auf dem Ding raus. Ich glaub's. Ich hab mir auch so gut wie nie getarnt dafür. Aber ich hab wieder nur mehr rausgekriegt, war ja klar, ey. Ich hab wieder nicht das rausgekriegt, was ich haben wollte. Meine Fresse, ey. Was geht denn hier ab? Meine Güte, normal hier. Schade. Ich werde jetzt verkaufen und wiederverwerten gehen. Und hast du deinen Kopf rausgekriegt? Erhaben, richtig. Auch nicht erhaben. Oh, ja, dann bist du noch schlechter dran als ich. Hast du nicht mal T2 gekriegt? Ich hab T2 gekriegt, nämlich. So. In dem Gewölbe. Wie kann man drehen? Ach, ich krieg aber bald die Krise, ey. Weißt du, nur bei diesem Charakter bisher habe ich so scheiß Stress die ganze Zeit. Nur bei diesem hier, bei keinem anderen. Exorzistenkette der Segnung. Jetzt habe ich schon wieder 25 Gold. So schnell wie ich mein Gold verloren habe, habe ich es wieder eingenommen. Top. Die Wette gilt. Ja, 3000 kriege ich so. Spul, ne danke. Da verschrott ich sie doch lieber. Weg damit, 300.000. Habe ich dunkles Emblem Rang 4 drin. Habe ich das schon ein bisschen veredelt? Oh ja, ich habe es vollständig veredelt. Oh shit. Ja, dann muss ich das rausnehmen. Bin ich irre. Scheiße. Das hat mir 2,5 Gold, verdammte Scheiße. Egal, Pech. So, damit habe ich da draußen. Ich kann jetzt hier weiter veredeln. So, passt auf Liebe. Das beides kann man verschroten. 4000 ist ja nichts wert, das Ding, ey. So, wie viel kriegt man dafür? Dafür kriegt man 6000 bestimmt, genau. Und wie viel kriegt man im Handelshaus?
5000. Na super. Da kann ich das Ding auch wieder verschrotten, alter Schwede, ey. Ja, ist manchmal so. Man kriegt nicht alles im Arsch geschoben. So, welche Verzauberung kann man denn verbessern? Frostbrand habe ich, glaube ich, in meiner Bank drin. Dann kann ich Frostbrand nämlich gleich mal kurz rausholen und dann gleich wieder reinschmeißen. Hulk Smash hat sich einer genannt, ey. Was für ein Name. Buch der Erfahrung, brillanter Gefährtenerfahrung, bla bla bla. Interessiert kein Schwein. Frostbrand, ja, 10 Stück habe ich jetzt schon davon. Meine Fresse. Den Dingern kann ich auch bald einen Shop aufmachen. Werde ich heiraten oder was? Also weißt du, was ich beim Spiel schon, wisst ihr, was ich beim Spiel vermisse, ne? Das gab's bei Fiesta Online, da kann man heiraten, ne? Kriegt man einen kleinen Boni dazu, wenn man heiratet. Kriegt man, ich glaube, einen Punkt auf alles. Oder 5 Punkte auf alles, ich weiß nicht mehr. Und wenn man mit seinem Partner da zusammengespielt hat bei Fiesta Online, da war es zum Beispiel so, dass du mehr Erfahrung gemacht hast. Das war eine geile Idee. Antonia Beel. Draconic Boots. 30 Gold. Wovon träumen die eigentlich? Naja. Welcher denn, Mensch? Kenne ich nicht. Wen meint ihr? K-I-N oder wen? Die hat sich einer Spawn genannt. Mal gucken, warum nennt er sich denn Spawn? Ein Trickster-Schurke, der sich Spawn nennt. Geile Idee. Das ist doch so gut. Ja, dann bete! Dass du nicht sterben dürfst. Ja, ich würde ja auch weiter. Soll ich die Story weiterspielen oder nicht? Wenn ich die Story weiterspielen, kann ich ein bisschen Geld verdienen. Ach, gestartet von Türen mache ich später mit Laguna. Hm.
mal hier erstmal Abgrund weiter, die scheiß Story. Mal zwar keinen Bock drauf, aber egal. Echt? Lol. Einfach keinen Bock drauf. Oh, scheiße. Ich muss ja noch meinen Vita-Würg-Kotz nehmen. Ich bin mal kurz abwesend. Ach, hat er seinen Ring jetzt? Hast du den Ring für Laguna gekriegt? Das ist doch geil. Ja. Wir spielen als Dreiergruppe zusammen. Eigentlich suchen wir noch ein paar Leute dafür, aber wir brauchen nicht 20 Schurken. Ja, der Drohnen schon droppt und weiter was? Ja, egal. Ich bin mal ganz kurz abwesend, bin gleich wieder. Was ist Wahrheit anderes als das Akzeptieren von Lügen? Seid so gut wie neu. Naja, fast. Ich habe meine Heimat verloren. Tauscht Insignien der blauen Flamme gegen Schutz vor unnatürlichen Kräften. Wie kann ich helfen? Ich bin euer Schild. Thank you.
Ich habe ein Wort für euch. Blutsauger. Was ist real? Was ist Illusion? Belohnungen für den Tod der Scheusale! Ein schlauer Kämpfer hört auf, wenn er auf der Siegerstraße ist. Könntet ihr etwas mit einer großen Keule bekämpfen? So, wieder anwesend. Eure nächste Wunde wird die letzte sein. Ja, mein Kotzzeug. Diesmal ein 20 Uhr Schlafengang. Tauscht Insignien der blauen Flamme gegen Schutz vor unnatürlichen Kräften. Ja, das ist unser Laguna. Er versteht immer sowas Perverses.
Was? Lass mal hart episch, bin ich dabei, muss ich nur kurz wechseln. Bestimmt nicht. Wenn wir zu dritt drin sind. Wenn wir zu dritt drin sind, sowieso nicht. Dann gehen wir zu dritt rein. Ich wechsle kurz zu anderen Charakter. Ja, so ist das eben, ne? Heute haben wir Mittwoch, ne? Gut. Gut, 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 gut. Führung. Ist da zwei Stimmen, kriegt man aber das als Belohnung. Ne, danke. Das ist auch Schwachsinn. Perfekt. Schade, immer noch nicht hoch genug. Ja, so ist das manchmal, Laguna, ne? So, leitet mich zur Gruppe ein, dann bin ich dabei. Erstmal einladen, ne? Komm schon. So, Laguna einladen. Aurora. Brauche ich nicht einladen. Er ist in Losmos Hort drin. Wie viel hat's denn reingestellt? Noch niedriger. Da hast du Pech. Ja, wie gesagt, noch niedriger. So, also Aurora will episch nicht mitmachen, egal. Er ist alleine in Losmos Hort reingegangen. Ah.
Und schon haben wir eine Gruppe gefunden. Drachenei für 20 Gold. Ich bring dich um, Laguna! Unser Aurora sich beeilen. Hier ist das perfekte Plätzchen. Ich tanze jetzt Polka. Zauberpistolen. Wann? Wann? Weil ganz genau, weil genau drüber nachte. Ja, das tut er wirklich gern. Ach, der Zombie-Tanz hat schon aufgehört? Ist ja scheiße, ey. Ich dachte, der tanzt jetzt weiter. Was gibt's denn sonst noch? Ah, Laguna, ich habe heute was Nettes für den wachsamen Beutläufer gekriegt. Ist nur 180.000 wert. Das Ding will aber mir keiner abkaufen. Genau. Interessiert mich nicht. Ich werde ihn einfach runtersetzen auf 100.000. Ja. Außerdem. Außerdem, ich würde später auch noch einen Waldläufer machen. Theoretisch könnte ich das Ding gleich behalten, aber bloß es wäre totaler Schwachsinn, weil es ungebunden ist. Ja, ich bin rübergekommen. Geil. Na toll. Aber weiter hochklettern kann ich nicht. Och, Scheißdreck hier. Oh doch, geht. Ja, können wir machen.
Ero. Jetzt müssen wir nur warten, bis Laguna wieder anwesend ist. Wieso denken die meisten Leute, jemand wird den für 6 Gold mal der Potenz anbieten? Für 6 Gold. Warum denken die das immer? Weil das lächerlichste Angebot, was ich gesehen habe, war für eine Glücksmünze. 10 Gold. Ja, träum weiter. Oh, musst du beim Beruf machen. Ja, aber nur einen schwachen. Ich kann mir jetzt schon blau bauen, wenn ich will, aber ich mach's nicht. Kein Bock drauf. Bringt mir nichts. Ja, das ist normal. Das ist normal. Mal gucken, wie viel bringt der? 50 Lebensinzug würde er draufbringen. In Blau, wohlgemerkt. Und würde dazu 15.000 Astraldiamanten kosten. Nee, danke. Wo bleibt Laguna? So, Kriegshund. Ach ja, mein Inventar ist ja voll. Muss mal mein Inventar leeren, fällt mir gerade ein. Ach, scheiße. Ja, so geht das. Muss wieder aufstehen, interessant. Sayonara. Ah, verdammt, kann ich eigentlich überhaupt noch was veredeln? Leck mich doch am Arsch. Jetzt mach ich das da. Wo bleibt Laguna, die Schlafmütze? Würde eigentlich gerne noch heute anfangen und nicht erst morgen früh.